Moin ihr Lieben, herzlich willkommen im Kitchen Club. Ich habe einen besonderen Gast dabei. Applaus für Basil. Yes. Hey Bro, was geht? Schön, dass du gekommen bist, Mann. Schön, dass du da sein darf. Hammer. Wir verraten es vielleicht mal unseren Gästen. Es gibt heute ein Hühnerfrikassee. Also das ist bei mir ein absolutes Kindheitsgericht mit einem Reis dazu, so eine Art Pilaf-Reis. Und ich hoffe, das taugt dir. Ich hoffe, ich kann dir gut helfen. Pass auf, ich habe ein richtig schönes Maishuhn. Und ich habe einmal die Keulen, ich habe die Brüste, die Karkasse. Ich habe das gerade auseinandergenommen. Wir machen daraus eine Brühe. Das machen wir als Drittmal, als allererstes. Daraus könnten wir auch Chicken Wings machen, aber die geben wir jetzt einfach mal mit dazu. Suppengrün. Ja, ich habe hier Staudensellerie, Sellerie, Karotte einfach hier mit rein. Das lassen wir jetzt einmal schön aufkochen. Das ist die Basis für unser Frikassee und wir haben einfach das Huhn optimal genutzt. Lass uns die Keulen mal auseinandernehmen. Jeder eine Brust, jeder eine Keule. Wir nehmen die Haut jetzt erstmal von der Keule runter. Ja, die ziehe ich einfach ab. Dann können wir hier einmal so ein bisschen hier zwischen den, also trennen wir den Oberschenkel vom Unterschenkel. Das ist immer sehr, sehr einfach. Und dann können wir das Fleisch einfach hier vom Knochen nehmen und wieder drumherum schneiden. Und das Schöne auch hier wieder, die Reste schmeißen wir gleich einfach mit in den Topf, in die Brühe mit rein hier. Die Knochen schmeißen wir wieder rein, wird nur so umso kräftiger. Und bei der Brust machen wir dasselbe, dann nehmen wir auch die Haut ab und dann auch so schöne Stücke schneiden einfach. Jetzt schauen wir mal, ob du das so hinkriegst. Ja, das sieht aber schon, sieht schon profimäßig aus bei dir. Hey! Perfekt. Ja. Schnitt saß. Ich gebe in meine Brühe jetzt noch ein, zwei Lorbeerblätter rein. Wacholder. Ein ganz bisschen Salz schon mal, dass einfach so ein bisschen Würze schon mal dran ist. Und lass das Ganze weiterhin leicht köcheln. So, Hühnchen haben wir geschnitten. Keulen, Brust liegen da erstmal schön auf den Brettern. Jetzt ist es Zeit, den Reis anzusetzen. Und ich weiß, dass du mit Reis immer so ein bisschen Probleme hast. Ja. Was läuft da schief? Also irgendwie klebt es immer unten. Ich glaube, das hat was mit zu viel Wasser zu tun oder so, wenn man zu viel Wasser reinkriegt. Auf jeden Fall. Also ich habe auch lange Probleme mit Reis gehabt, tatsächlich. Weil ich glaube, das ist auch, also ich bin auch mit deutscher Küche groß geworden. Und Reiskochen ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so ein deutsches Ding. Und ich habe dann irgendwann mal einen Küchenchef gehabt, der mir ein sehr, sehr gutes Rezept gegeben hat. Und das zeige ich dir heute. Das ist mein 17-Minuten-Reis, so eine Art Pilaf-Reis. Was wir dafür brauchen, ist eben eine Tasse Reis. Das ist so ein Jasminreis. Heißt das so? Jasmin, Langkornreis, Luftreis. Den schwitze ich an, gebe dazu fein geschnittene Schalotten. Es gibt nämlich direkt so ein richtig geiles Aroma. Und dann einfach so ein bisschen anschwitzen alles mit den Zwiebeln zusammen, bis der Reis so ein bisschen glasig wird, siehst du, ne? Mhm. Ja, ist gerade auch voll. Ja, habe ich jetzt einmal ganz bewusst so ein bisschen stärker gemacht, dass der so leicht so diese leichte Röstaromen bekommt. Der wird hier jetzt so ein bisschen glasig. Voll. Also das ist auf jeden Fall mein Lieblingsreisrezept. So, und wenn das dann so ein bisschen Farbe genommen hat, dann geht es natürlich um diese Verhältnismäßigkeit von Reis und Flüssigkeit, das, was du gerade gesagt hast. Und da mache ich eigentlich immer zwei Teile oder zwei bis zweieinhalb Teile Flüssigkeit und ein Teil Reis. Das heißt, wir hatten jetzt eine Tasse Reis. Das heißt, wir sollten dann das ist Brühe. Genau, jetzt ist es Brühe. Kann man natürlich auch mit Wasser machen. Ja, jetzt haben wir hier schon richtig, wirklich schöne Röstaromen. Mehr sollte es auch nicht sein. Dann löschen wir ab. Das heißt, ein Teil Reis, ein Teil Flüssigkeit. Zwei Teile Flüssigkeit und weil das jetzt schon ein bisschen aufgekocht hat, natürlich sofort verdampft, würde ich sagen, machen wir noch eine halbe dazu. Und jetzt ist der Clou, dass wir das Ganze im Ofen garen. Hat den Vorteil, dass wir in Ruhe unser Frikassee machen können. Man kann das vergessen, ja, man muss die Zeit stellen. Aber du kannst es einfach in den Ofen stellen und musst nicht großartig aufpassen. Deckel ist drauf. Den Ofen habe ich jetzt auf 180 Grad. Vorgewärmt? Ja, habe ich vorgeheizt. Vorgeheizt, meine ich schon. Genau. Und so zwischen 16 und 17 Minuten. Lass uns mal 17 Minuten machen, okay. Dann ist ja perfekt. Super simpel. Ja, wir haben unser Fleisch geschnitten und wir haben unsere Brühe fertig. Die ist wichtig gleich für unser Frikassee. Die Brühe kann man natürlich auch nehmen für den Reis zum Beispiel, ne? Perfekt. Aber was aber natürlich auch wichtig ist, finde ich, ist Gemüse beim Frikassee. Da haben wir Erbsen. Ich habe frische Erbsen, die können wir gleich noch ein bisschen poolen. Ich habe grünen Spargel, Karotte, Zuckerschoten und Champignons. Die müssen wir auch schneiden, aber vorher drehen wir unsere Bretter um und braten unser Fleisch an. Okay. Beim Anbraten ist es jetzt wichtig, dass wir mit einer nicht so hohen Temperatur arbeiten, weil die Soße ja schön hell bleiben soll. Und du hast ja auch gerade erwähnt, dass die auch so schnell fertig werden, ne? Ja, genau. Deshalb braten wir die jetzt in Butter an. Frikassee ist für mich Butter. Ich arbeite auch gerne mit Butter.
Säure. Ja, oder? Ich höre. Mhm. Dann machen wir erstmal die Keulen. Nur mit edlem Meeressalz. Ganz genau. Geben die Keulen rein. Können das Ganze ein bisschen mit Mehl bestäuben. Also das Mehl hilft für was? Das Mehl gibt so nachher schon mal so ein bisschen Bindung in die Soße rein. Ne? Also es fester wird, ja? Ja, dass die Soße so ein bisschen angedickt ist, genau. Nur so ganz leicht eben angaren. Die Keulen könnten wir länger drin lassen, weil die nicht so schnell trocken werden. Aber gerade die Bruststücke müssen wir auf jeden Fall rausholen vorher. Keulen einmal hier rein. Ja, bevor wir die Soße jetzt weitermachen, lass uns noch mal ans Gemüse gehen. Ich habe hier frische Erbsen. Ein paar habe ich schon vorgepult. Okay, von der Mitte öffnen. Und dann holen wir die Perlen raus, den Bling-Bling aus der Schote. Okay, jetzt weiß ich, wie das geht. Pass auf, genau. Wir haben die Erbsen fertig. Jetzt gehe ich an die Zuckerschoten. Ich mag das immer ganz gerne, wenn Gemüse ein bisschen anders aussieht, wenn man es ein bisschen schneidet, das, was du gerade sagst, Liebe reinstecken. Was hier bei den Zuckerschoten aber wichtig ist, dass man hier hinten eben die Fäden hier noch mal so ein bisschen rauszieht. So. Genau. Dann kann man hier so ein bisschen auf der Rückseite hat man einfach immer diese Fäden drin und die ziehe ich immer so ein bisschen raus. Ich schneide hier gerade noch mal die Champignons. Ich helfe mit. Ich finde, Champignons sind mit das Wichtigste bei einem Frikassee. Zum einen natürlich ein sehr heller Pilz, der sehr gut passt mit der weißen Farbe. Und für mich ganz charakteristisch, die einfach so ein bisschen vierteln. Also ich lasse dich einfach Champignons schneiden. Ich schmeiße jetzt erstmal den grünen Spargel schon rein. Den habe ich mir ein bisschen vorbereitet, oben so ein bisschen abgeschnitten. Ich blongiere das Gemüse ein bisschen vor, damit wir das dann nachher schon gar in die Soße dazu geben können. Lass uns die Soße ansetzen, der Reis ist in ein paar Minuten fertig. Das heißt, wir starten jetzt hier wieder Temperatur und ein bisschen Butter. So, in dem Fall bin ich jetzt auch hier ganz unkompliziert. Normalerweise würde ich jedes Gemüse tatsächlich für sich einzeln blanchieren. Aber ich gebe jetzt schon mal Karotten dazu. Hier so kleine Blumen, die ich geschnitten habe. Schneidet das so, wie ihr das möchtet, was euch einfällt. Champignons geben wir rein. Müssen wir dann auch schon relativ schnell Gas geben. Ich gebe hier nicht die restlichen Schalotten noch dazu. Ich habe hier deutlich runtergestellt. Also auf die Hälfte. Genau, einfach schön jetzt bei niedriger Temperatur. So, wir brauchen ein bisschen Champagner. Braucht man natürlich nicht, man könnte auch Weißwein nehmen, aber ich liebe Frikassee mit Champagner. Und lösche jetzt auch direkt hier ab. Und natürlich, was für uns, nicht zu viel, damit wir noch kochen können. Wesel, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Right. Sobald die Flüssigkeit drin ist, können wir auch wieder ein bisschen Gas geben. Das kocht jetzt hier ein bisschen schön ein. So, ich habe das Gemüse mit kaltem Wasser abgespült. Eiswasser geht natürlich auch, so steht es im Lehrbuch, um den Garprozess zu stoppen. Hier haben wir eine schöne Farbe und das kommt dann gleich dazu. So, jetzt schauen wir mal in unseren Reis rein. Also richtig schön. Die Oberfläche sieht top aus. Das ist so ein bisschen bei so einer Paella einfach. Perfektes Korn. Einen ganz leichten Crunch hat man dann auch so unten drin. Das mag ich sehr gerne. Aber decken wir jetzt noch mal kurz zu. So, jetzt haben wir hier unsere Champignons. Champagner reduzieren lassen. Dann nehmen wir jetzt unsere Brühe her. Füllen das Frikassee mit Brühe auf. Unsere eigenen Hühnerbrühe. Also ich lasse die Brühe dann immer so ein bisschen reduzieren, damit man auch mal ein bisschen Power dran kommt. Ein bisschen Salz. Da kann man einfach ein bisschen mit spielen. Und dann finde ich ganz wichtig Sahne. Und sobald die Sahne dazugekommen ist, darf es nicht mehr zu lange kochen. Wir geben jetzt erstmal die Keulen rein. Und das ist ja auch schön, hier ist hat sich nochmal so ein bisschen. Genau, jetzt hat sich nochmal so ein bisschen Bratensaft gesammelt. Und jetzt kommt eigentlich erst die richtige Power dazu. Geben den Keulen 1-2 Minuten Vorsprung und dann geben wir die Brust dazu. In der Zwischenzeit rühre ich ein bisschen Stärke an, einfach ein bisschen Speisestärke, ein bisschen Weißwein. Wasser geht natürlich auch. Das brauchen wir gleich zum Abbinden, damit wir die richtige Konsistenz hinbekommen bei unserem Frikassee. Aber jetzt ist es Zeit, erstmal die Brüste dazu zu geben, Brustwürfel. Lassen die nochmal schön mitziehen hier. Gehen nochmal ein bisschen hoch mit der Temperatur. Und pass auf, Frikassee ist für mich jetzt soweit vom Garpunkt, vom Huhn eigentlich fertig. Wir haben jetzt noch unsere Erbsen. Dadurch, dass die eben so klein sind, reicht es vollkommen, wenn wir die jetzt hier so dazugeben und dann einfach am Schluss nochmal mitkochen lassen. Und dann kommt auch schon unsere Stärke zum Einsatz. Dann einfach schön abbinden. So, und jetzt können wir ganz am Schluss können wir aufheben als Deko hier. Aber wir können auch ein bisschen was von den Karotten dann eben hier schon mal reingeben. Bisschen Meersalz. Ganz am Schluss gebe ich noch mal einen ganz kleinen Schluck Champagner dazu für die Frische. Pfeffer brauchen wir ein bisschen noch. Ja, pass auf, dann nehmen wir den Rest vom Gemüse jetzt auch rein. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus, was wir beiden hier fabriziert haben. Du, ich habe gar nicht. Doch, 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 doch. Wir haben schon zusammengearbeitet. Hühnerfrikassee nach
Omas Art oder Mutters Art. Klar, Champagner hat sie nie benutzt, das muss ich fairerweise schon sagen. Aber so koche ich es heute und jetzt müssen wir nur noch anrichten. Und wir haben ja noch unseren Reis. Ja, bloß nicht denken, wir haben ihn nicht geschafft. Der natürlich perfekt dazu passt. Schön soft. Ich gebe dir was dazu. Dankeschön. So, dann wünsche ich dir guten Appetit. Dankeschön, ich dir auch. Probier mal. Perfekt. Der leckerste Hühnerfrikassee, den ich je gegessen habe. Nichts gegen meine Schwester. Was sagst du zum Reis? Super. Das ist mega, oder? Und du sagst es. Das leichte Quantige. Ja, genau. Und er ist so einfach zu machen, ne? Also, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, die Oma wärst und mich bewerten müsstest, was würde ich bekommen? Welche Punktzahl? Also wenn es bis 10 geht, würde ich eine 11 geben. Ich lüge nicht nur, weil es mein Bro ist, ich sag dir das, und ich bin ein ehrlicher Junge, also ich kann eigentlich gar nicht lügen, so gesehen. Wenn es nicht schmeckt, dann sage ich so, aber es ist einfach rappengeil, Alter. Damit kann ich sehr gut leben. Eine 11 von 10, das ist ein bisschen, wenn die Oma früher die Süßigkeiten mit Schokolade aufgemacht hat. Und bei der Oma, da durfte man ja immer Süßigkeiten essen. Aber Süßigkeiten heißt ja eigentlich nur, sich was Gutes tun, sich was zu gönnen. Also gönnt euch, abonniert den Kanal, kocht das nach. Das Rezept findet ihr in der Beschreibung. Passt auf euch auf, kommt nach Essen. Zum Essen. Stadt von Wesel und Nelson. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Mit Essen spielt man nicht.